Es gibt ja schon eine ganze Reihe verschiedener Chartas, die Menschenrechtscharta zum Beispiel, die europäische. Und jetzt ist natürlich eine absolut berechtigte Frage, wenn man Grundrechte schützen möchte, braucht man dann wirklich eine neue Charta? Wenn man der Meinung ist, dass das so ist, dass man eine neue braucht, dann kann man als Erklärung vielleicht ein ganz simples Bild benutzen. Wenn der Schutz der Grundrechte ist wie ein Boot, dann reicht im Boot eine Rettungsweste aus, damit man nicht über Bord geht oder dann wenigstens nicht ertrinkt. Aber in dem Moment, wo die Gesellschaft, also das Boot, sich weiterentwickelt zum Flugboot, dann ist es vielleicht sinnvoll, nicht nur eine Rettungsweste dabei zu haben, sondern auch einen Fallschirm. Will sagen, neue Gefahren, neue Schwierigkeiten, neue Herausforderungen beim Schutz von Grundrechten kann man auch auf neue Art und Weise begegnen. Ich möchte ein Missverständnis zurechtrücken. Man konnte die Artikel kommentieren in ganz klassischer Methodik bis Ende Januar. Und es wird ab März eine Phase geben, wo man Gegenvorschläge machen kann. Also zu konkreten Artikeln, konkrete Gegenvorschläge, inklusive des Vorschlags, der Artikel muss gestrichen werden, oder des Vorschlags, wir brauchen einen neuen Artikel für einen bestimmten Bereich. Und das halte ich mit für die wichtigste Phase der Debatte, weil sich da die Öffentlichkeit substanziell daran beteiligt, wie die konkrete Charta aussehen soll. Die soll ja am Ende nicht von irgendwelchen so und so vielen 20 Menschen geschrieben sein, sondern eine zusammendiskutierte Digitalcharta werden, wenn sie den Entwurfsstatus verlässt. Insofern ist meine Hoffnung, dass sich im März besonders viele Leute daran beteiligen, Gegenentwürfe zu den Artikeln zu produzieren. Aus der Debatte heute zur Digitalcharta nehme ich mit, dass viele Schwierigkeiten auch durch unsere Kommunikation entstanden sind, also uns jetzt als Gruppe, und dass wir, wenn möglich, vermeiden, diese Kommunikation nochmal falsch oder noch falscher zu machen, sondern da auch unsere Kommunikationsstrategie ändern oder erweitern. Und dass zum Zweiten selbst von Kritikern ganz offenbar eine Debatte um die Inhalte sehr dringend gewünscht ist. Dass also das Ziel einer Digitalcharta vielleicht sogar breiter akzeptiert ist, als es bei der Debatte im Moment scheint.